Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, natürlich vom Farm Manager hier, wenn ihr reinschaltet. Seid gegrüßt, vielen, vielen Dank, moin, moin. So, was ist hier los? Hafer wächst noch 4 Tage. Was ist das für ein Symbol hier vorne? Ach, der spritzt gerade, ne? Das Unkrautsymbol, glaube ich. Mittel gegen Unkraut, das ist von Unkraut befallen. Oh, oh, was ist hier los? Ist das auch erntereif? Früchte tragen. Oh. Da meckert er aber natürlich wieder, dass wir nicht ausreichend Personal haben. In der Nähe sind nicht genügend Arbeiter für die Feldarbeit verfügbar. Du brauchst noch 4. Fallendes Feld. Das also das, was ist das? Nutzpflanze von einer Krankheit befallen. Aber das haben wir doch. Wird doch gemacht jetzt, oder nicht? Ich hoffe. Ja, die Leute müssen ein bisschen reinklotzen hier. Was ist das? Ach, die Futterrüben sind auch schon wieder fertig. Aber hier relativ viel gleichzeitig gerade. Bewirkt natürlich, dass wir ein Problem haben mit den Erdbeeren. Wobei die Ernte ziemlich wichtig wäre, ne? Geht's los mit Spritzmittel wieder. Ihr seid gegrüßt, Moinsen, danke für neue, die noch reinschalten zum Farm Manager 2021. Ist jetzt nicht regelmäßig, Samstag machen wir das, ist nur mal Ausnahme. Ein bisschen ganzen Schwung Folgen auch für die nächsten 1-2 Wochen auf YouTube und danach geht es dann hier irgendwann weiter. Wir können noch mal ein bisschen was verkaufen, haben wir schon in der letzten Folge gesehen. Unser Hof entwickelt sich mittlerweile prächtigst. Wir können hier auch Käse verkaufen, Wolle, Schafsmilch, Ziegenmilch. Und im Zweifel müssen wir auch gleich wieder ein bisschen Platz schaffen im Lager für Gras, für die ganzen Erdbeeren. Ich weiß auch nicht genau, wo die alle hingehen. Nochmal 10.000 Gras nochmal weg. Wurde aber auch schon im Chat geschrieben, ich muss auch ein bisschen aufpassen natürlich, dass wir nicht zu viel verkaufen, sondern vielleicht eher nochmal dann demnächst für weitere Kapazitäten aufbauen, denn der Winter kommt bestimmt und im Winter wollen auch die Tiere gefüttert werden, ne? So. Wir sind ein Stück weitergekommen. Unsere Milchproduktion läuft. Die läuft natürlich weiter. Wir kommen jetzt aber in Kapitel 3. Plan B. Ja, falls unser Molkereiplan mal nicht funktioniert, haben wir jetzt einen Plan B. Mal schauen. Kapitel Nummer 3. Wir kriegen 25.000 Bonus. Wenn man ein bisschen. Leider wird in den kommenden 2 Jahren ein Rückgang bei der Nachfrage nach Milchprodukten erwartet. Du musst einen Plan B entwickeln. Na toll, wir sind. Ach Mann. Du solltest meiner Ansicht nach einen Schlachthof, 3 Gewächshäuser mit Erdbeeren, 3 Gewächshäuser mit Himbeeren und 2 Gewächshäuser mit Gurken bauen. 8 Gewächshäuser, wenn ich rechnen kann. Und einen Schlachthof, damit wir unsere ganzen Tiere auch verarbeiten können. Schön, schön. Einen Schlachthof sehe ich hier auf jeden Fall noch, weil hier wohnen ja unsere Arbeiter. Gut. Aber wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir unsere Erdbeeren vom Feld kriegen, bevor wir da irgendwas, ne? Wir brauchen Arbeiter. Oder ist jetzt, also, was ist denn los? Wir haben die ganze Zeit zu tun. Sind alle in Arbeit. Nur Matthias oder Mathis gerade nicht. Mathis alleine bringt es aber nicht. Das ist klar. Jetzt wird schon wieder gepflügt. Jetzt muss hier gleich gedroschen werden. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum und stellen noch mal ein paar Hilfsarbeiter ein hier. Wir gucken mal, ne? Wir haben hier noch Platz für 3 theoretisch. Am besten einer, der pflanzen kann und auch danach in der Produktion arbeiten könnte, ne? Das wäre der tollste Kombi, aber gibt's nicht. Gibt auch überhaupt keinen Nerven. Hier ist einer für Pflanzen, der Jonas, aber. Ach, nervig. Ist sowieso aktuell keiner, der Produktion kann. Also, wir sollen 8 Gewächshäuser aufbauen. Wir werden also irgendwo einen richtig schönen großen, kann ich jetzt eigentlich Land dazu kaufen? Darf ich immer noch nicht. Na gut, wir werden hier irgendwo in der Ecke einen schönen Bereich machen mit Gewächshäusern.
ganz klar. Und das und natürlich hier ein Schlachter noch mit ran. Also ich wahrscheinlich hier irgendwo. Ich weiß nicht, wenn ich die Bäume wegnehme, ob sich das negativ wieder auf die Zufriedenheit auswirkt. Keine Ahnung. So, Leute. Wir brauchen, was ist denn jetzt? Was bremst denn hier jetzt? Der Bär vergammelt uns sonst auf dem Feld. Das ist ja wie im LS auf der Marsch mit der Schlachterei. Sollen wir mal gucken, was sie kostet? Wir machen mal eine Finanzplanung, liebe Leute. Oh, ein Gebäude für Saisonarbeiter. Einfaches Haus für Saisonarbeiter. Da können 12, da sind 12 Betten. Aber arbeiten die denn auch wirklich nur in der Saison, halt zum Erdbeerpflücken? Oder ist es einfach nur ein größeres Haus, wo die weniger zufrieden sind, vielleicht wenn sie da wohnen? Ist man nicht, ne? Ach, Bonnie. Ja, Benedikt wäre einer der. Irgendwas ist ja immer, ne? Maschinen und Verarbeitung, also Vincent, den würde ich mal nehmen. Der kann vielleicht hier auch noch ein bisschen kurz mit den Maschinen helfen. Was zur Folge hätte natürlich, dass die da irgendwas vielleicht schneller schaffen. So, Pflanzen und Imker. Wir brauchen noch jemanden Pflanzen und Verarbeitung eigentlich. Gibt's einfach nicht, ne? Imkerei, Verarbeitung, Pflanzen, aber Pflanzen und... Also keiner kann gut mit Blumen und irgendwie gut produzieren. Anke, was ist los? Pflanzen und Bienen. Pflanzen, ne, will ich alle nicht haben. Die sind allzu blöd. Problem ist halt nur, wenn wir die Gewächshäuser bauen, wir brauchen eigentlich eine komplett eigene Versorgung, weil da sind auch ganz viele Arbeitskräfte für... werden dafür gebraucht. Und nicht zugewiesene Arbeiter. Warum erntet ihr denn nicht? Nicht genügend Arbeiter. Muss doch aber. In der Nähe sind nicht genügend Arbeiter für die Felder. Du brauchst noch 4. In der Nähe nicht passende Lager. Ressourcen verfügbar. Hafer. Ach was? Wir können das Feld nicht ernten, weil wir nicht genug Platz haben für Hafer. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal ein großes Silo. Wirklich ein großes Silo, ne? Hier. 50.000 Liter Getreide passt hier rein. Das hört sich gut an. Ein bisschen blöd, dass das Kleine da noch im Weg ist, aber erstmal egal. So. Dann lass uns mal kurz mal gucken wegen diesem anderen Zeugs. Der Schlachthof kostet 340.000. Den können wir sogar fast bezahlen. Aber ich weiß noch nicht, wie viele. Wieso sind hier keine Gewächshäuser? Wir sollen doch auch Gewächshäuser bauen. Das ist doch das Gewächshaus. Das kostet 5.000. Guck mal, die können wir ganz entspannt alle bauen. Aber ich möchte erst die Erdbeeren. Da, oder? Nee, ach nee, wieso fahren hier nicht zur Erdbeernte? Nein, also Erdbeeren ist. Hier, ich muss doch auch manuelle Arbeit zulassen bei dem Erdbeerfeld. Wahrscheinlich, oder? Weil hier sind theoretisch genug Leute gerade. Hatte der im Stress hier auch, sage ich euch. Da hier kommt jetzt ein bisschen Mist aufs Feld. Jetzt wird Hafer gleich geerdet. Wir haben fast kein Häcksel mehr. Müssen wir zukaufen, ne? Weil Häckselgut produzieren wir ja selber noch nicht. Ist doch immer noch keine großen Tiergehege bauen können. Das nervt auch ein bisschen. So sieht so ein Gewächshaus aus. Ich denke, dass ich irgendwie hier so einen kleinen neuen Bereich dafür machen wollen würde. Oder wir setzen hier unten hier alle ran, aber dann haben wir auch wieder ein Abstandsproblem wahrscheinlich. Ich baue jetzt mal hier ein bisschen Straße rum. Das ist ja nicht ganz so viel.
Demetrescher. Bei Regen. Nein. Ernteverlust. Ist in dem Spiel, glaube ich, egal. Wir kriegen gleich Stroh, ne? Und wenn wir Stroh behalten wollen, brauchen wir eine Ballenpresse. Haben wir noch einen Platz für eine Ballenpresse? Also, hier ist der letzte freie Bereich, den wir noch aktuell zu bieten haben. Für den Fuhrpark. Da ist er doch. Der kleine. Wie gesagt, dass er jetzt unbedingt bei Regen ernten muss, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, ne? Wendemanöver ist auch immer spannend. Ach komm, wir sind schon ganz gut aufgestellt, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt noch nicht ganz genug Geld für den Schlachter. Jetzt meckert er auch. Oder nee, jetzt kommt er oder was ist das jetzt? Warum ist denn das jetzt hier? Ach Mensch. Also da sind zwei beschäftigt hier, ne? Einen können wir noch einstellen. Ausdauer, Ausdauer, Maschinen, Imker, Verarbeitung, Tiere, Pflanzen, Tiere, Pflanzen, Verarbeitung. Es gibt nach wie vor keine mit Pflanzen. Aber er ist hier mit, er ist mit Pflanzen voll gut, ne, Frederik? So, Frederik. Wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt hier, ne, dann verstehe ich das auch nicht mehr. Problem ist natürlich, jetzt haben wir nur einen Anhänger und der eine Anhänger ist jetzt gerade hier in der Haferernte beschäftigt. Ich glaube, wir bräuchten auch den Anhänger für hier. Das ist wieder eine Fuhrpack-Geschichte halt. Ich brauche Saisonarbeiter. Auch definitiv vier Saisonarbeiter, meinst du? Undertaker, sicher. Also testen wir, kein Problem. Ja, würde reichen hier, ne? Aber wie brauche ich denn ja auch? Weiß ich gar nicht. Ja, fürs Gewächshaus nicht, ne? Weil jetzt haben wir hier ja einige nichts machen. Pflanzen, der ist bei Maschinen gut und in der Produktion und der ist auch mit Pflanzen toll. Also Jonas und Frederik, die sind denn hier erstmal die Gewächshausprofis oder was? Oh, hier ist viel. Wir müssen mal in den Verkauf gehen. Ja, da kommt unsere Ernte. Wie viel ist es? Ja, jetzt hat er ab. Dreht er gerade ab. 10.000 Liter Hafer haben wir wohl ungefähr geerntet. Ich glaube, die positive Nachricht kommt jetzt hier. Ne, 8.800 und 5.600. Ah ja, alle löschen. Alle löschen. Alle löschen. Warnung. Okay, ich brauche Saisonarbeiter, sagt er. Also. Und das habe ich überhaupt keine Ahnung. Wir sind jetzt im September, das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Maximale Arbeiter, 4 erstmal. Kommen die jetzt? Angestellte für die Zeit von bis. Nicht, dass ich unbedingt Saisonarbeiter dafür brauche. Weil gerade eben halt das Problem, dass wir keinen Anhänger hatten. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder das Problem, dass wir nicht genug Personal übrig haben. Weil immer noch irgendwie Feldarbeit vorsteht und immer noch kein Ballensammelanhänger. Also wir brauchen definitiv noch ein. Und Gras ist auch schon wieder erntereif. Ich baue jetzt erstmal eine Garage auf, ne? Also hier. Nochmal so ein Platz.
Oder nochmal ein bisschen umparken, ne? Und das brauchen wir noch den Ballensammelanhänger. So dachte ich nämlich, haben wir die alle hier erstmal stehen. Also alle Hütten sind voll, ne? Wir haben mittlerweile 24 Arbeitskräfte. Hotz, wie viele Ballen auf dem kleinen Feld. Aha. Guck mal, die kommen noch alle. Und hier sind doch jetzt keine, ne? Oder was? Oder versteht das falsch? Braucht halt einfach nur mal einen Träger frei, einen Anhänger frei und noch genug Personal frei. Das hat, glaube ich, mit den Saisonarbeitern nichts zu tun. Weiß nicht, ob es hier Spargel gibt und man dafür die ganzen Saisonarbeiter braucht. Keine Ahnung. Da steht jetzt aber maximale Anzahl unten. Also Arbeiter 2. Michael und Margarete. Die arbeiten auch gleich beide mit, ne? Okay. Also, ich das jetzt rausgeworfen habe. Ne, guck mal, da kommen sie. Die Erdbeerpflücker-Brigade hier. Ich glaube, das ist ein Teil Saisonarbeiter, ein Teil aber auch von unseren Festangestellten. Und hier kommen die Erdbeeren hoffentlich gleich rein. Und die sind alle für den Verkauf. So, wir gehen sowieso mal kurz in den Verkauf, denn unsere Lager füllen sich gut, haben wir gesehen. Guck mal, wir können jetzt... Wir haben ja noch ein Haferfeld mehr, ne? Ich würde 5000 Hafer verkaufen. Ich würde 5000 Silage verkaufen. Wir produzieren noch mehr. Stroh behalten wir erstmal. Das wird, glaube ich, gleich gesammelt. 5000 Karotte. 5000 Liter Milch. Den ganzen Käse. Die ganze Ziegenmilch, die ganze Schafsmilch, die ganze Wolle. Und dafür kaufen wir gleich Weizen ein. Aber guck mal, für 96.000 verkaufen wir Zeugs. Handel. Und das war Handel. Handelsobjekte hinzufügen. Weiß ich nicht. Ist hier noch nicht freigeschaltet scheinbar. So, wir müssen ja ein bisschen Weizen einkaufen. Und so langsam müssen wir halt den Rest auch dann vielleicht behalten, weil der Winter kommt ja, ne? Dafür müssen wir aber noch Lagerkapazitäten dann ausbauen. Hier kommt Stroh. Hier kommt bald Erdbeeren, dann wissen wir ja, mit den Erdbeeren sollen wir auch fast 30.000 verdienen oder so. Ich weiß, der Winter kommt. Aber wir können zur Not ja auch ein bisschen was einkaufen im Winter. So, sollen wir jetzt erstmal die Gewächshaussiedlung aufbauen? In der nächsten Folge, glaube ich, machen wir das. So, weil ich jetzt hier gerade noch... Die arbeitet jetzt nicht, ne? Also das macht denn keinen Sinn. Also hier kommen tatsächlich Saisonarbeiter, die kommen von alleine. Und die können bei solchen Obstpflückgeschichten dann gut helfen, auch wenn wir später tatsächlich noch Obstbäume, Plantagen aufbauen. Da muss man ja auch sagen, so Obstbaumgeschichten, das ist eigentlich relativ human, ne? Also leicht zu bewirtschaften. Die wachsen zwar sehr, sehr lange, haben dann natürlich in der Erdezeit auch viel, viel zu tun, aber muss nicht ständig aufs Feld, ne? So wie hier bei unseren Grasfeldern und so weiter. Haben wir nichts vor. Da müssen wir ständig rauf. So, Hafer noch in 27 Tagen. 28 Tagen für unsere Futterrüben. Ach, ich lasse das mit den Futterrüben. Also an sich ist die Fruchtfolge, das ist soweit in Ordnung. Einkaufen ist teuer im Winter. Okay. Ja, wir werden ein bisschen sparen. Lass uns jetzt errichte den Schlachthof mit Strom anschließen, weise einen Arbeiter dem Schlachthof zu, pflanze dreimal Erdbeeren in Gewächshäusern,
Pflanze dreimal Himbeerengewächshäuser und pflanze dreimal etwa. Pflanze zweimal Gurken. Zur Not können wir natürlich auch einen Arbeiter hier rausnehmen, aber die kommen ja so schon nicht hinterher mit der Milch. Brüchten direkt eine zweite Produktionslinie, um noch mehr Milch zu verarbeiten. Aber das wird nichts. So, Weizen noch 20 Tage. Ich weiß auch nicht, hört er denn irgendwann auf anzupflanzen, wenn er merkt, ja okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr noch was Neues anzupflanzen. Der Winter kommt. Kriegt ja kein Feld mehr fertig. Oh Leute, wir müssen Häckselgut einkaufen. Bitte. Ne? Sollte man sich fürs nächste Jahr mal merken. Da können wir im nächsten Jahr ja dann irgendwann was mit Häcksel machen. Was Erdbeerernte dauert, ne? Guck mal, 1600 sind da jetzt drin. Hier wird schon wieder Gras gesammelt. Ja. Gut, Leute. Kurze Pause natürlich wieder im Farmager. Und in der nächsten Folge werden wir schauen, ob wir das Thema Schlachten durchkriegen. Eigentlich schon. Vielleicht brauchen wir nur noch einen vierten Kuhstall. Damit wir immer irgendwie auch eine Kuh zum Schlachter geben können. Aus den drei oder dann vier Ställen. Und natürlich können wir auch ein bisschen Schafe und ein bisschen Ziegen weggeben. Jeweils immer zwei oder so, bis sie sich dann wieder erholt haben. Aber wir haben gesehen, die vermehren sich von alleine. Und wenn wir dann gutes Fleisch draus kriegen, wird sich das lohnen. Ne? Mal schauen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Kurze Pause und tschüss.